So Leute, die vier wichtigen elementaren Punkte, die ihr machen müsst, wenn ihr Muskulatur in 6 Wochen richtig hochdonnern wollt. Wenn ihr das nicht schafft, diese 4 Punkte durch euren Lifestyle mit einzubringen, macht es nicht. Tut euch das nicht an. Ich habe in meiner Erfahrung in diesem Sport so viele Leute gesehen, die irgendwie versuchen, irgendwie das noch mit reinzubringen. So jetzt neben meiner beruflichen Tätigkeit, neben meiner Firma, die ich habe, neben meiner Familie, die ich habe, meinen Kindern, meiner Frau, meiner kranken Mutti, meinem kranken Vati, meinem Bruder, dem es nicht gut geht, weil er sich gerade scheiden lassen hat und. Versuche ich jetzt auch noch irgendwie geil auszusehen. Das geht nicht. Okay? So, das heißt, also es kommt euch zugute, wenn ihr euren Lifestyle mal so ein bisschen auf euch fokussiert und nicht nur guckt, wo kann ich wem wie zur Seite stehen und wer braucht noch Hilfe? Ich bin ja da. Sieht zwar aus wie ein Eimer, aber ich bin ja für alle anderen da. Das ist ein Mehrwert, wenn ihr dann merkt, okay, also es ist auch mal ganz cool, wenn man sich mal um sich selbst bemüht und nicht nur um alle anderen und man, okay? Also solange ihr diese 4 Punkte, Punkt 1, Ruhe, Erholung, nicht einbringen könnt, weil ihr bis spät in die Nacht noch arbeiten müsst, jeden Tag, weil ihr noch, wenn ihr nach Hause kommt und alles fertig habt, dann nochmal hier und noch an den Laptop und den Hausarbeit und vorne, hinten und ihr wisst gar nicht, was ihr zuerst machen sollt und dann fallt ihr todmüde nachts um 1 ins Bett, dann wird das nichts werden, ja. Oder ihr meint, ihr müsst noch PlayStation spielen bis morgens um 3 oder ihr habt einfach auch, man muss es so sagen, ich habe zum Beispiel Leute, die haben so, wie soll ich das, ich mache das mal netter. Also, ich bin ja manchmal mal ein bisschen gerade raus. Ihr braucht Ruhe, okay? Ruhe. Wenn ihr die nicht habt, habt ihr nicht die Regenerationskapazität und könnt euch von diesem intensiven, schweren Training nicht erholen. Dann wird sich nichts tun. Ganz im Gegenteil, ihr werdet noch müder werden, noch beschissener aussehen. Warum? Weil ihr noch einen zusätzlichen Leistungsaufwand ja in euer Leben mit reinbringt. Nämlich jetzt will ich auch noch hier mit Supplemente und guter Ernährung und nochmal Training und das bringe ich auch noch irgendwo mit unter, obwohl ich auch gar keine Power mehr habe, weil ich schon close to the edge bin. Ich stehe schon am Rand. Also Ruhe ist ultra wichtig und damit meine ich mindestens 7 Stunden Schlaf. Okay. Der Schlaf von Mitternacht ist der beste, also geht um 23 Uhr dann in der Reihe. Das ist 1000-mal besser, 22 Uhr ist noch besser. Da könnt ihr auch um 5 Uhr aufstehen, wenn ihr um 22 Uhr ins Bett geht. Wenn ihr um 23 Uhr könnt ihr um 6 Uhr aufstehen, wenn ihr um 0 Uhr ins Bett geht. Das ist das aller späteste, weil der Schlaf von Mitternacht ist am besten. Dann könnt ihr auch um 7 Uhr aufstehen. Okay, also das ist ganz wichtig. Ja, und wenn ich um 1 Uhr ins Bett gehe, kann ich auch um 8 Uhr aufstehen. Ja, kannst du auch liegen bleiben. So. Okay, also ganz wichtig ist, es geht dir jetzt hier darum, dass der Schlaf von Mitternacht der beste und gesündeste ist und noch wichtiger ist, dass ihr auch tagsüber mal guckt, wo kann ich mal die Füße hochlegen. Hat nichts damit zu tun, dass man ein fauler Penner ist, hat was damit zu tun, dass der Körper auch mal tagsüber so ein Leistungstief hat, in der Regel um 15 Uhr, da geht der Blutzuckerspiegel in den Keller und da braucht ihr Ruhe, okay? Das heißt, ihr müsst mal gucken, wo könnt ihr mal eine halbe Stunde hier den Mittelfinger eurer Umwelt entgegenstrecken und zu sagen, hier, ich bin jetzt gerade mal kurz weg. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Ihr braucht diese Ruhe. Wenn ihr die nicht habt und es geht immer nur bam, 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 forget it. Okay? Punkt 1, Ruhe. Okay? Good.